Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Battlefield 4. Mein Name ist Smokey und da im letzten Part irgendwie Battlefield aus irgendeinem Grund sich einfach geschlossen hat. Vermutlich ist es der Meinung, dass ich schon zu lange gespielt habe. Sind wir jetzt wieder zurück und auch hier in der Sequenz. Nach dem Reinkrachen. Oh, hier ist schon Party. Und das Ganze ohne mich ist ja gar nicht nett. Finde ich echt gar nicht nett. Ey, das sind gar nicht viele oder so. Holy shit. Mal, spiele ich da nicht auch schwer? Schießen die mir noch die Deckung weg. Da ist einer, ist das. Nein, weg. Oh, so ein scheiß Pisser. Einfach mal hinlegen und warten, bis einem besser geht. Tombstone! Sie sind auf dem ganzen Schiff! Die wollen uns alle umbringen! Wo ist Garrison? Wir haben seit 10 Minuten nichts von der Brücke gehört. Was ist mit den Leuten bei Garrison? Wen meinst du? Das chinesische Paar. Das Schiff ist doch voll von Chinesen. Scheiße! Wir müssen zur Brücke. Sofort! Zur Brücke! Geh voraus, Racker! Ja, natürlich ich. Keine Ahnung, wer Freund und wer Feind ist. Ach ja. Freue ich mich, wenn ich dem in die Fresse schießen kann. Hört ihr das? Da unten ist ein Hubschrauber. Einer? Köpfe runter! Super. Ich laufe dann schon mal wieder voraus, ne? Habe ich da rausgeschossen. Wir müssen den Motor holen, bevor er die Brücke zerstört. Alles klar. Tracker, nimm den Stinger und schieß ihn ab. Stinger? Schnapp dir den Stinger. Nö. Sehe ich gar nicht an. Ich brauche keine Stinger. Guter Schuss, Sergeant. Danke. Weiter. Wir müssen Garrison finden. Einfach mal Pilot rausgeschossen, ist doch viel einfacher. Holy. Ich merke ja schon, hier ist schon wieder Party angesagt, ja. Mein Gott! Zwei. Puh. Das war knapp. Das war ziemlich, ziemlich knapp. Da läuft man wieder. Der Granate! Ey, du Pisser! Jetzt sind echt so Kamikaze-Truppen zwischendurch, ne? So ein paar sind das schon. Steh auf, komm, Kollege. Ghost Move. Oh, der ist tot. Toll, geiler Ghost Move. Siehst du? Allein durch den Schock ist der schon umgefallen. Ich hab Angst. Das kann doch nicht, meine Herren. Was ist das? Wir müssen Garrison finden. Wir können durch die Krankenstation gehen. Okay. Pass hier auf, Wrecker. Natürlich, wie immer ich. Ja, das sieht gut aus. Holy! Wow. Die rührt sich nicht. Geht doch! Meine Fresse, kann die kämpfen. Wo zum Teufel ist der? Garrison hat ihn verlegt. Was? Das hast du zugelassen? Ihm ist egal, wer ich bin. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn bekämpfen? Ich habe die Verteidigungslinie gehalten. Ruf das Kommandodeck und frag Garrison, wo er ist. Auf dich wird er hören. Meine Güte, Hannah, das Kommandodeck ist abgeschnitten. Sieh zu, dass du verschwindest. Auf geht's, Tombstone. Ich sichere. Du steckst okay. Voller Überraschung. Was, Hannah? Dann sind wir mal gespannt. Oh.
War klar, dass da wieder... Wow! Okay, das hat wehgetan. Hey, guck mal! Die stehen aber auch immer überall, die Säcke. Immer überall sind die bösen Jepsen. Jetzt komm schon, das Ding müsst ihr da schon noch wegkriegen, oder? Ich schaff das nicht alleine. Ist dir mal weg da. Ja, dann komm doch. Schlaf doch nicht ein dabei. Ja, geht doch. Bitte stirb einfach, bitte. Bitte. Oh. Feindlicher Heli ist erledigt. Ganz genau. Legt euch nicht mit der Valkyrie an. Ein bisschen verdient hat das schon. Ich bräuchte. Gibt's doch nicht! Guter Schuss, Sergeant! Das war knapp! Ich brauche irgendwas Stinger-mäßiges. Hätte ich das mal mitgenommen. Ja, warte mal. Ist da eine Stinger drin? Nö. Dürfte wahrscheinlich vorne in der Gadgets-Kiste stehen, aber die ist gerade ein bisschen. Belagert. Holy shit. Und du liegst da nicht gerade praktisch. Um das jetzt mal nett auszudrücken. Welchen denn? Komm nicht zu den Gadgets nach vorne. Schatzkiste. Stinger, geht doch. Bitte 2, jawoll. So. Bye bye. Wieder steht immer noch. Ey, der gibt sich, der hat 2 Stinger-Schüsse ausgehalten. Was soll das denn? Wo seht ihr da Neli? Oh, da. Irgendwo. Da. Okay, Feuer. Nee, das kriegt schon nicht. Das kann schon eher was, ja? Das gefällt mir besser. Gebt uns ein Ziel. Die sind tot. Ja, da kannst du auch hinfliegen, Rakete. Okay, ich hätte auch keinen Bock mehr. Schieß mal auf die Kerle da drüben. Kann nicht sein, dass man hier alles erklären muss. Ey, das gibt doch nicht. Die haben ein Ziel wie ein besoffener Dreijähriger. Der schießt besser. Ich muss gerade reden, ne? Negativ, müssen nachladen. Ich bin bereit. Ziel erkannt, Ziel. Die haben, die Japsner hier, die schießen aber auch ganz schön gezielt. Ey, das kann doch nicht. Die sind echt voll die Kamikaze-Truppe. Ich schieß doch genau auf den Kopf. Du kannst sterben gehen.
Tank ist gesichert! Passt. Gut, gut. Und jetzt? Danke, dass ich meinen Trupp wieder habe. Los! Gehen wir. Na los, auf geht's. Ich geh vor, Squad Leader. Hoch mit dir. Wir landen die Befehle. Gehen wir zur Brücke und suchen Garrison. Jetzt gibst du wieder die Befehle. Das gefällt mir natürlich ein bisschen besser. Au! What the fuck? Okay, ich bin der Nächste, den es da weggepackt hat. Ich bin der Nächste, der hier stirbt an der Leiter. Dann sind sie nur noch zwei. Oh, gehen wir mal zur Brücke. Wo sind die? Hi. Guten Tag. Ziemlich leer. Gesichert! Jetzt vor allem nach meiner Granate. Captain Garrison, die Brücke ist gesichert. Ist er okay? Er ist stabil. Wo ist Agent Kovic? Hat's nicht geschafft, Sir. Verdammte Scheiße. Dein Tombstone schwimmt die Valkyrie noch. Aber sie ist angeschlagen. Wir sind weit weg von zu Hause und in Feindgebiet. Es kommt vielleicht noch schlimmer. Daher bin ich froh, euch Marines hier zu haben. Sergeant Wrecker, Besprechung in 15 Minuten. Tombstone gehört Ihnen. Hurra! Hurra! Hui! Haben wir doch gut gemacht, würde ich sagen. Haben wir gut geschafft. Haben wir gerettet, die Valkyrie. Nicht so wie die Titan, die da untergegangen ist? Nee. Die Daten von der Titan bestätigen, dass das Pazifikkommando durch chinesische Raketen ausgelöscht wurde. Da hat jetzt Chang das Sagen. Was von unserer Flotte auch übrig sein mag, ist da draußen jetzt vollkommen blind. Mir ist der Ernst der Lage bewusst, Captain. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Aber sie ins Squad aufzunehmen, das wird Irish nicht gefallen. Irish kennt nicht alle Umstände. Das sind besondere Bedingungen. Sie geht mit euch. Verstanden. Irish ist ein guter Mann. Ich pass auf ihn auf. Das weiß ich zu schätzen, Pike. Sie sind eigenwillig, aber auch ein guter Anführer. Danke, Captain. Müssen wir noch was über den Angriff auf das Flugfeld wissen? Ja, holen Sie Wrecker. Dann holt mich mal. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Pack, Wrecker, sperrt die Ohren auf. Unsere letzten Raketen müssen ihren Zweck erfüllen. Greift das Flugfeld an. Haltet den Boden im Auge. Schickt ein Signal, wenn ihre Flugzeuge abheben wollen. Wir jagen die Hurensöhne in die Hölle und ziehen nach Westen. Verstanden, Captain. Kinderspiel. Pack. Wrecker, ihr kommt vielleicht nicht zurück. Wie viele eurer Freunde. Doch jetzt zählt's. Das ist unsere Chance. Wer das Flugfeld erreicht und die Flares zündet, hat noch 30 Sekunden, bevor unsere Raketen einschlagen. Alles klar. Lasst euch nicht von uns abknallen. Das ist knapp 30 Sekunden, um von einer Flare wegzukommen. Okay. Los geht's, Marines, los! Feld des Captains Irish. Wow, wow, was machst du denn hier? Ich bin freiwillig hier. Ach, freiwillig, wer hat das bewilligt? Captain Garrison, klär das mit ihm. Habt ihr das gewusst? Sprechen Sie Mandarin, Sergeant? Ich wüsste wirklich nicht, was dich das hey, angeht, Mädchen. Ich will nur helfen. Du stehst hinter mir, oder?
Habt euch jetzt lieb. Ich denke, das ist ein großer Fehler. Sie ist ein Risiko und eine Belastung. Irish, komm. Hopp. Wir machen das schon. Wir sind Tombstone. Aura. Achtung an alle. Sie hören Captain Garrison. Soldaten der Valkyrie. Wir alle sind müde. Wir haben alle gelitten. Haben Kameraden und Freunde verloren. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Der Sturm hält die feindliche Luftflotte am Boden, aber nicht mehr lang. Wir mögen das letzte Schiff sein, doch wir gehen nicht kampflos unter. Wir steuern gen Westen. Wir nehmen das Flugfeld im Schutze des Sturms ein und sichern die Straße von Singapur. Siegt mit Tempo und Mut. Dieser Sturm wird uns nach Hause tragen. Hoffen wir mal, dass er recht behält. Auf geht's. Falls ihr nicht bemerkt habt, wir werden gerade beschossen. So, raus mit uns. Wow. Krieg ich mal direkt Kugeln in die Fresse. Wow. Dort bin ich echt festgenagelt, ja. Schießt mal, liebes Squad. Schießt, was eure Kanonen halten. Die Japsen da wegzukriegen ist anstrengend. Mach ich schon den ganzen Tag. Natürlich da im Hintergrund mit genauso. Okay. Aber keine Ziele, kann dir schwer helfen. Mach die Landezone frei! Eine Signalpistole und Spielzeug für uns und die Panzer. Scheiße! Fällt der auch mal um, ja? Geht doch gar nicht klar. Und da ist er tot. Eieiei. Ich weiß nicht, dass der nicht stirbt. Oh. Bleib unten, Junge. Das kann schief gehen. Ratatatatata. Hab ich gehört. Gebe Deckungsfeuer! Mach dir mal, ne? Ich flankiere den. Gibt's doch nicht, dass der nicht stirbt. Unglaublich, der Kerl. Ja, der Panzer hat's gemacht, würde ich sagen. Ja, mach dir mal. Schieß dir. Ich will die nicht mehr sehen. Passt, weiter geht's. Hui. Alter, das ist ein Sturm. Okay, wir müssen los. Aber weiter. Ja, das müssen wir erst im nächsten Part, denn hier ist erstmal Schluss mit lustig, denn das war's. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Battlefield. Mein Name ist Smokey. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Wenn nicht,
dann schreibt es in die Kommentare, was euch denn nicht gefallen hat, Smoky, du spielst nur Scheiße und deswegen gucke ich dich nicht oder so. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann klickt mir doch ein Abo. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Smoky.